In diesem Video schauen wir, ob sich die neue SPC von Valverde lohnt oder nicht. Viel Spaß! Valverde hat eine Road to the Final Karte bekommen. Das heißt, dass seine Karte ein +1 Upgrade bekommt für jede Runde, die Real Madrid in der Champions League übersteht. Momentan sieht es für Real jedoch eher schlecht aus, da sie das Hinspiel gegen Manchester City mit 2:1 verloren haben. Schauen wir uns die Werte an. Diese sind ziemlich ausgeglichen, besonders stark sind die Fernschuss- sowie Passwerte. Eher nicht so gut sind 68 Grätsche sowie die Tempo- und Kopfballwerte. Als Chemistry Sai würden wir Shadow empfehlen, da hier die noch nicht ganz so guten Verteidigungs- und Tempowerte deutlich verbessert werden. Für die SPC musst du ein Team mit einer 83er Teambewertung abgeben. Das kostet laut Footbin aktuell etwa 50.000. Von den Werten her ähnlich zu Valverde sind Kimmich Tots, Van der Beek Tots und Sandigazzola Tots. Diese kosten im Vergleich 100.000, 70.000 und 67.000. Von Position, Liga und Nation ähnlich sind auch wieder Casola Tots und Valverdes Future Star, der aktuell 40.000 kostet, aber auch schlechtere Werte hat. Valverde ist durch seine Liga eigentlich ziemlich leicht zu verlinken. Grüne Links hat er zum Beispiel zu Varane, Mondi, Hazard sowie natürlich zu allen weiteren Realspielern. Sollte man die SPC also eher machen oder lassen? Die Karte hat keine überragenden Werte, kann aber jedoch bei einem Weiterkampf von Real noch besser werden. Spieler mit ähnlichen Werten sind etwas teurer. 50.000 für diese Karte ist vielleicht also etwas zu wenig. Wenn du genug Coins oder Spieler zum Abgeben hast, kannst du die SPC ruhig abschließen. Die Karte ist auch so ohne Upgrade für den Preis in Ordnung, um etwas Glück wird die Karte noch richtig gut. Schließt du die SPC ab? Schreib es gerne in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video.